ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon sehr, dass Luca Toni da ist. Einfach ein guter Typ, ein geiles Grinsen in seinem Gesicht. Mal sehen, ob er das jetzt auch hier im Darts einigermaßen hinbekommt. Der einzige Spieler, den ich selber nicht besuchen konnte. Ich bin wirklich gespannt, ob er hier was anstellen kann. Und, oh, und Bushi ist auch da jetzt. Und Fallon Sherrock, lass mich das ganz noch sagen, Markus. Ja. Fallon Sherrock, die versucht natürlich, da die Zügel in der Hand zu halten. Und er hat vollkommen recht. Der Bushi, Frank Buschmann, ist jetzt hier bei uns am Kommentatorenplatz. Und er kann uns vielleicht noch ein bisschen detaillierter und genauer erzählen, was die Schwierigkeit da jetzt hier oben auf der Bühne ist. Und die große Elf eben, die war fett von dir, ne? Die war wichtig. Ja, vor allem wart ihr, glaube ich, alle beeindruckt, wie schnell ich umgerechnet hatte. Und du darfst nicht absetzen. Das ist wirklich das Geheimnis. Nicht absetzen, sondern deinen Weg dann umstellen und sofort wieder werfen. Nicht nachdenken. Das ist der Schlüssel für die Profis. Fallon, was hat die mich beeindruckt während der WM im Alley Pally? Der Suljovic denkt da heute noch schlecht drüber nach. Da bin ich mir ganz sicher. Er ist direkt in Urlaub gefahren. Ja, ich glaube, das hat auch eventuell Langzeitwirkungen für Menzo Suljovic. Und sie, was sie für den Dartsport getan hat und tut, das ist unfassbar, das ist unbeschreiblich. Es gibt ja Leute, die kritisieren sie jetzt, weil sie die BDO-Weltmeisterschaft der Frauen abgesagt hat. Sie ist auf einer Mission unterwegs, Elmar. Ja, und das war nicht nur in Sachen Darts, das war, glaube ich, für den Frauensport insgesamt ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ich meine, Billie Jean King hat sich via Twitter gemeldet und hat gesagt, wie klasse ist denn das, dass Fallon Sherrock die erste Dame ist, die im Alley Pally ein Match gewinnen kann gegen einen Mann. Und sie hat gut gespielt, da kann man ja auch was sie sagen. Also, war ja nicht so, dass sie dadurch Glück oder andere, weil der andere, der Gegner zu nervös war oder immer sein. Sie hat sehr, sehr gut gespielt, sie hat gut gescored. 77. Und sehr gut ausgemacht. Das war zum Abschluss eine Triple 18 für Sarah Harrison. 77 Punkte. Ja, die hat hinten trainiert, aber 100%. Ja, das ist ja wirklich so, wenn die Leute zu Hause sitzen oder privat, hobbymäßig Darts spielen, du denkst immer, das muss doch möglich sein. Warum werfen die eine 26? Manchmal ist eine breite Streuung für einen Hobbyspieler gar nicht schlecht. Ja, dann fällt er mal in die dreifache 86. Ja? Und man darf nie vergessen, man ist immer nur so gut wie sein schlechtestes Leck. Viele zu Hause denken, ach komm, ich habe schon mal 180, ich habe schon tolle Lecks gespielt. Achtung, vielleicht die 180 für Fallon Sherrock. Yeah! Das ist doch echt verrückt. Die ist unfassbar. Aber ich sag dir was, Elmar. Die hauen gleich einen Weg auf die 180. Aber ich sag dir was, die ist so cool, schüchtern und zurückhaltend im Practice Room. Das ist unglaublich. Fallon Sherrock, die ist der Hammer. Die 39. 180 in der Geschichte der Promi Darts WM. Die erste von der Frau. Die erste von der Frau, absolut. Ja. Libby Becker war im letzten Jahr die Dame mit dem höchsten Score übrigens. 104 Punkte, die erzielen können. Aber auch eher durch so einen kuriosen Weg. Ja, und dem ist das übrigens alles Wumpe. Der kam da unten hin, hat ein paar Pfeile geworfen, dann hat er seinen Kumpel, den er dabei hat, werfen lassen, hat sich da hingesetzt, hat zugeguckt und Spaß gehabt. Also vielleicht übrigens auch kein ganz schlechter Weg. Also ich mache mir ja immer ganz viele Gedanken und überziehe dann vielleicht. Das habe ich noch gar nicht festgestellt. Achtung, jetzt pass auf. Also Luca, Toni ganz entspannt und sie hier einfach. Die Frau ist schlicht und ergreifend eine Wucht und so wichtig für den Dartsport. Und man darf auch nicht vergessen, auch so ein Abend hier ist für sie ein ganz neuer Schnack. Ja, sie war im Morgenmagazin der BBC, sie hat sich Interviews in England gegeben. Das war natürlich ein Riesenaufschrei, vor allem in England. Aber jetzt hier, sie kommt nach Deutschland, das ist ein Abendprogramm, das ist Celebrity Darts. Also nicht einfach für Fallon Sherrock, aber sie macht das mit so einer guten Ruhe, oder? Mit so einer Entspanntheit. Ganz, ganz stark. Also ich bin von der Frau sehr einfach sympathisch. Ja, das darfst du übrigens nicht machen, ne? da rumkaspern, aber der ist ja reingefallen. Und Boots reingetroffen. Was ist denn das? Das sind ja schon 100. 104. 104 Punkte sind es. Nach zwei Darts. Und der dritte ist häufig einer neben. Ja, hattest du nicht gesagt, Lilly Becker 104? 104 hat sie jetzt eingestellt. Oh, das wird ihr jetzt gut tun. Die Sarah, die hat sich so einen Kopf gemacht. Aber die große Qualität beim Darts ist ja, Elmar, das weißt du, man muss im entscheidenden Moment da sein und ausmachen, ne? Ja. Dann erst darf die Ente hinten. Ja, genau. Aber ich sag dir, es ist, wenn du es ein paar Tage intensiv spielst, dann kannst du erst ermessen, wie abartig deren Sätze sind. Wahnsinn. Und wir reden dann von Averages von über 100, über 110 und das über viele, viele Lecks hinweg. Das ist... Und das ist das Verrückte im Darts. Es sieht so leicht aus. Es sieht so leicht aus. Und das ist genauso leicht wie Elfmeterschießen vor 80.000. Das ist auch nicht einfach.
Und dann noch mit der Horde. Mit 21 kann sie jetzt auch. Jetzt steht der Posi, checkt jetzt. Pass auf. 5. Wann ist die 13? Ja, dann wäre es doppelt 4. Aber sie hat ja die Möglichkeit Single Out, so wie das vorhin zu beobachten. Also eine 8. Rest. Einfache 8. Macht das jetzt Sarah. Wo ist der? Der verhungert. In die 3 geht aber noch. 5. Einfache 5. Jetzt muss sie hoch. Jetzt brauchst du ein bisschen mehr Schmackes. Die 9. No score überwirft sich. So, das ist jetzt die Chance für Luca Toni. Aber ganz ehrlich, Elmar, sehe ich keine Chance. 15. 18. 18. Doppel 9 oder einfache 18. Doppel 9. Das kann nicht sein. Und wo war der? Der andere Halle. Er trifft die 18. Er trifft die 18. Lecco mio della Blanco. Der Typ ist Wahnsinn. Bin ich übrigens alles gegengesetzt. Alles. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er das wollte. Die Tattoos willst du ja noch machen lassen. Er ist was? Auch heute noch einer, dem scheint einfach die Sonne aus dem Arsch. Ja. Der kommt hier mit einem riesen Grinsen auf die Bühne und Wahnsinn. Checkt. Und jetzt, glaube ich, jetzt läuft er heiß. Die Haare liegen, die Pfeile fliegen, alles ist gut. So, da ich mir gut vorstellen kann, dass wir Dritter bei uns in der Gruppe werden, würden wir ja gegen den Zweiten dieser Gruppe spielen, in der Zwischenrunde. Alles machbar. Ja, das sagt man so. Aber ja, es ist machbar. Oh, sie trifft schon wieder die Triple. Wahnsinn, Wahnsinn. 6 Punkte jetzt von Sarah Harrison. Ja. Wahnsinn. Sie weiß nicht, wie sie es macht, aber sie macht es. Und das ist es, und das ist es. Weißt du, wenn du immer auf die 20, Triple 20 gehst, dann streust du in die 5, in die 1, das ist immer die bescheuerte Waschmaschine. Und die haut hier eine 106 raus. So, was ist mit Gerben Price? Der kommt dir noch gar nicht zum Zuge. Er nicht wirklich. Er wartet auf ihren hohen Scores. Ist ja auch zum ersten Mal dabei, hat vielleicht auch nicht die Erfahrung, ist ja noch gar nicht so lange im Geschäft. Es gibt ja Leute, die sagen, er ist gar kein Dartspieler, er ist immer noch ein Rugby-Spieler. Das hört er mit Sicherheit gar nicht gern. Ist übrigens ein ganz verträglicher Typ hinter den Kulissen. Absolut. Ja, wunderbar. Ganz netter Kerl. Ne? Ja. Hat so ein bisschen das Bad Boy-Image, aber diese Story da mit Peter Wright im Halbfinale, das schreibt man, ich kenne das, auf Social Media macht man schon mal unbedachte Dinge. Man hört von diesen. So, wir sind noch weit vom Finish-Bereich entfernt. Noch. Jetzt kommen wir näher ran. 80, macht 253 Rest. Schon wieder eine 140. 193. So, jetzt muss von ihm was kommen, ne, Gervin Price. Also, ja, jetzt kommt da mal einer. Aber nur eins. Einer, der normalerweise für sein gutes Scoring auch bekannt ist, der unheimlich Druck macht, weil er die Trippelfelder so häufig trifft. Vielleicht hat er auch noch die WM in den Knochen. Aber sag mal ganz ehrlich, das ist ein gutes Niveau heute Abend. Das ist ein gutes Niveau. Eine gute Mischung, ja. Wir haben die 100 übrigens auch von Max Kruse erlebt, das habe ich hier eben unterschlagen, die 100 von Buschmann. Ja. Dann war die 36 da und die hat der Buschmann gecheckt. Ja. Aber die vom Scoring, wenn wir jetzt hier die beiden Legs nehmen bisher, was sie für einen Schnitt im Scoring hat, das wird gut sein. Die hat mehr Trippeltreffer als Gerben Price. Ja, Wahnsinn. Ja. So, dieser Wechsel übrigens auch für alle daheim ist immer schwierig, aber wichtig, dass jetzt du ihn trainierst. Bullseye, Bullseye, Doppel 16. 57 Rest. Dürften wir als Promis jetzt eigentlich eine dreifache 19 zum Auswerfen? Könnten wir machen, ja. Mach ich nachher. 426. Um was wetten wir? Nee, lass! So, jetzt 70. Das ist dann jetzt schon wichtig. Er weiß, der macht einfach, 10, der wirft. 60 Rest. 45 Rest. Das war gar nicht so. Dreifache 15. 35 Rest. Ja. Ach, 35? Ja. Ach ja, 25 und 35 Rest, ja. Schwierig. 53. Und die 18. Winkt ab. Luca Toni winkt ab. So, jetzt gucken wir mal, wie. So, jetzt kann sie es machen. Sarah, die in 6 der muss sie treffen. Präzision ist, genau. Oder die Triple 2, so wie Jimmy Block. Die 6 ist eine schöne Höhe. Oder die Doppel 3. Oh, der war dran, ne? Der auf Höhe. Der Außen, auf den Zahl 6. Höhe war auf jeden Fall gut. Die Höhe war gut. Der, was ist denn jetzt? Der komm, Mädel, hauen da rein in die 6, Bums. Scheiße. Oh Gott, die Ausschuss. Ja, und das ist das, wenn du so viel nachdenkst. Ja. Die waren jetzt alle weit von der Scheibe entfernt, ja, die letzten beiden. Aber das ist in dem Moment, wo der Kopf einsetzt. So, 1, Doppel 8. Fallon Sherrock, Doppel 8. Die macht den. Die war so gut in den Doppeln. Oh, die reißt sie aus. Das war ihre große Stärke in Alexandra Palace. Die hat Checkout-Quoten gehabt von über 60%. Ich fand ja auch, als sie rausgegangen ist gegen Doby raus, hat sie auch super gespielt. Ja. Das ist das erste Deck.
von Gerben Price und Sarah Harrison. So, Entscheidungsleck hier in der Gruppe B. Game on. Du darfst die nicht unterschätzen, weil hier, sie hier, Sarah Harrison und Luca Toni sind komplett unberechenbar. Ja. Komplett. Hast du beim letzten Mal gesehen, der Ochsenknecht, ne, der hat ja auch erstmal das Feld abgesteckt, aber es hat gelohnt. Ja. Ne? Und nochmal, ihr wisst das, wenn du da oben stehst, ist plötzlich alles anders. 55. Das ist gut, 55 Punkte, trifft das Single Bull. Luca Toni geht in Richtung Bullseye, der will einfach die Scheibe treffen. Dem ist es egal, ob er die Triple 20 trifft. Und ich glaube, der hat recht. Der weiß heute noch, wo der Tor steht. 95. Hat 2013, glaube ich, seine Karriere dann beendet. War eine Maschine. Europas bester Torschütze, hat den goldenen Schuh sich einmal geholt. Ich glaube, 2006, auch in dem Jahr, als er die Weltmeisterschaft mit Italien in Deutschland gewann. Können wir das lassen? Ich weiß ja auch jetzt nicht, warum. Was das beim Dart verloren hat. So, guck, sie streut unglaublich. 32. Aber das sind jetzt 32, nehmen wir mal streut. Und was haben wir oft? Die 26, ja, die Waschmaschine. Ja? Oder was, Fish and Chips oder was sagt man noch? Ja, dazu? Bed and Breakfast, ja. 26 Pence. Da stehen die Ladies schon zusammen. Wir sind eine eigene Mannschaft. Richtig, die beiden Triple da jetzt. Und der Iceman kommt so allmählich herein. Ja, er zu höhere Score von ihm. Und vielleicht bringt Sarah ihn jetzt gleich in den Finish-Bereich. Sie hat so viel gescored. Das war eine schwächere Aufnahme von Fallon Sherrer. Ja, ja, lass sie mal so 50, 60. Eins. Sie bräuchte jetzt noch 33, jetzt noch eine 20, dann hätte sie einen Finish. 32. Okay. 172. Er ist der Wahnsinn. Er ist der Wahnsinn. Aber auch kein Check. Wenn wir jetzt einen hohen Score erleben. Ach Gott. 23. Oh, das ist dünn. 42 das Punkte. Jetzt wird Fallon einen hohen Score machen. Und dann schauen wir mal, ob Luca das nochmal hinkriegt. Aber genau so laufen diese Partien halt. Ne? Die Profis müssen vorlegen, die müssen gut scoren. Und das vielleicht dann wirklich die Profis dicht machen. 130. So, das halte ich jetzt aber wirklich für ausgeschlossen. Ja. Eins. Ich jetzt auch. Acht. Acht. 122 Rest. Und nochmal 24, 106 Rest. Ja, die 106 okay. Kann Price natürlich checken, braucht einen Triple dafür. Der geht wirklich, immer auf. Wenn nichts mehr geht. So, jetzt. So, 106. 86, Triple 18. 32. 68. 86. Und er trifft die Triple 16 und stellt 20 Rest. Clever gemacht von ihm. Und das ist möglich für Sarah Harrison. Sie braucht die große 20 jetzt. Okay, sie ist noch mit dabei. Oh, nein! So, und das ist Matchstart. Oh, jetzt hat sie Druck. Das ist Matchstart für Sarah Harrison. 20. Einmal die große 20. Oh, 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 oh. Triple 1. 17. Macht 17 Rest. Wo ist der? Ist die 2, glaube ich. Dann 15 Rest. Dann daneben. Gleiche Richtung. Nee. Aber war wenigstens eine Richtung drin. Ja. So, Luca Toni, 36. Der hat eben sowas abgeworfen. Jetzt wirft auf irgendwann und der trifft. 25, er macht jetzt Single Bull. Ja, hat er die ganze Zeit. Das ist, glaube ich, die 1. 7 noch. 7 noch. 16. Nee. Ja, yes. Okay. Was hat er? Was war das, die 1? Oh, nee, 7, oder? Hat er noch. Ich kann diesen einen da. Da ist der 18 drin. Bleiben wir bei den 36, ist für uns auch einfacher. So, das müsste jetzt eigentlich sein. Ja, zum Sieg. Das muss der Profi natürlich jetzt machen. Muss er regeln. Doppel 6. Ja. Sie holen sich ihren ersten Sieg. Gerben Price und Sarah Harrison. Ah, das war schon ein interessantes Match. Guter Auftritt von Fallon Sherrock. Hat die erste 180 hier an diesem Samstagabend von Bonn geworfen. Und Luca Toni hat gecheckt.
Congratulations, first of all. Glückwunsch, erster Sieg. First time Promidart, first time 180. I know, it's great, isn't it? Like, the crowd loved it. I mean, it's great. I can't wait to play the next game now. Also, erstmal bei Promidart mitgemacht, dann direkt 180 geworfen und sie sagt, es ist großartig, die Zuschauer sind großartig und bei euch muss man sagen, ihr kommt so langsam rein, ne? Ja, also das war schon eine ganz andere Runde für mich. Es macht Spaß und ich freue mich auf die nächste.